So, hallo Jungs und Mädels, willkommen zum sechsten Spieltag des UDT. Wir sind dran gegen Gut Ele und seinen neuen Team Thermos Dash, dessen Teamname ich natürlich sehr feier, weil, ja, Bärte sind mein Ding, sind auch Eles Ding. Und das ist das Team, Match der Bärte. Ich habe natürlich eh das Bar-Team schon, ich bin gespannt, was Ele so dabei hat. Aber ja, wir haben Teamspieler 6, wir ziehen jetzt endlich vor wegen mir, weil ich eine Woche lang in der Heimat bin, ohne Recording-Equipment. Deswegen kann ich nicht zu viel über seinen Stand der Saison soweit sagen. Wir sind natürlich auf einem nice Winning-Streak. Ich hatte mein Game gegen Yo Gamer Yo gestern erst. Und ja, hoffen natürlich auch aufrechtzuerhalten. Ela natürlich immer ein schwieriger Gegner. Haben schon eine lange History mit ihm. Also wir haben schon seit ein paar Jahren spielen wir mal hier und da und mal wieder ihn gegen in verschiedenen Ligen. Und ja, immer eine Freude meinerseits. War quasi mein erster Kontakt so in der deutschen Poketuber-Community. Daher hat Ela auf jeden Fall immer einen speziellen Platz in meinem Herzen mit seinem Hawaii-Hemden und seinen Leberkäsebrötchen. Und jo, jetzt schauen wir mal, also hier dabei hat er natürlich wieder ein Tragerpult, ein bisschen nervig ist und hat ein paar andere nervige Mons, aber tatsächlich hat er eine Menge Mons, die er mitnehmen kann, deswegen ist so schwierig, tatsächlich jetzt 6 zu nennen, die ich gern sehen, nicht sehr gern sehen würde. Aber ich habe auch wieder einen Böllermon dabei, ich habe wieder Choicebacks in Nidalee dabei, wenn ich einfach Buttons drücken will, weil sein einziger Steel-Type ist Klefki und der hat keine gute Recovery und so ein, wenn er selbst in der Full-Bedef ist, macht so ein Specs Power-Jam schon so um die 20-30% und wenn er nicht Full-Bedef ist, dann ist es halt eine Menge Damage und dann geht Nidalee Gold rein. Ist natürlich nur Specs, deswegen leicht zu Revenge-Killen, aber ja, Damage ist Damage ist Damage. So, ja, wir suchen ein bisschen, ich cutte einfach mal, bis wir in der Team-Preview sind. Und da sind wir Team Preview und wir sehen kein Klefki. Okay, also mein Dings geht in. Nidalee geht ein. Power Jam, Zero Switch-ins. Er hat natürlich seinen G-Max-Mon dabei, ist der Zapdos dabei, ist da zu erwarten. Keifel war ein Maybe. Tentoxa macht auch Sinn. Und natürlich, also das Buzzword dabei ist, war ein Muss eigentlich für mein Landris. Da haben wir noch Keifel und Dings sein. Monte Carbo. So, sein G-Max-Mon. So, für kurz für mein Team, wir haben Tri-Scarf, das Ding, das ist natürlich auch sehr nice, da seine Fairy und sein Steel-Type nicht dabei sind, kann ich einfach Dracos drücken und das ist Profit. Dann Spätstaff das Ding für Dragabolt hauptsächlich, dann das ein bisschen Bulk mit Leftovers, weil das mein Monte-Carbo-Switch ist. Dann, wie schon erwähnt, Tri-Spex der Ding, der hat Expert Belt, weil der hat auch Psychic dabei, um 50% gegen einen Fist-Death Bustle zu machen. Und dann Fist-Death Sparrow, also sehr Standard da. Und wie gesagt, er hat seinen Steel, also ich habe eigentlich gedacht, ich kille seinen Macher Druck aus seinem Klefki mit meinem Nielego und dann kann ich mit Scarf Guter durchgehen. Aber da es so aussieht, lead ich einfach mit Scarf Guter und drop einfach mal einen Draco Turn One, weil das Einzige, was mich davon wirklich abhalten würde, ist Keifel. Ja, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da würde ich vielleicht nicht drin bleiben, Draco droppen, weil Ice Crush einfach zu viel Damage macht, aber gegen den Rest. Das Einzige, was schneller ist, oder was, ist kein Mon schneller, aus potenziell Scarf aus seiner Seite. Aber Zapdos tank ich gut, Monte Carbo hängt davon ab, ob er physisch vielleicht ist. Tentoxa tank ich gut, Basult tank zu viel Damage, Dragapult kill ich halt einfach. Und Zapdos, ja, hab schon erwähnt, tank ich halt gut. Deswegen, ich würde sagen, jetzt mal eine ganz nette Lead. Um einfach mal Drake zu droppen. Das war auch teilweise das Plan, je nachdem, was er dabei hat, damit ich damit leade. Er lead wahrscheinlich mit Dragapult, er will für U-Turn gehen, dann boom, Drake ist direkt tot. Aber so ist halt Guter halt nochmal super worth. Also Guter und Nidalee sehen super nice aus in dem Matchup gerade. Und sonst, ich habe eigentlich meine Checks eigentlich da gegen seine Monster. Ich bin mal gespannt, was hier so passiert. Er leadet mit Hackrebrüder, wer auch immer das ist. Das ist sein Zapdos. Jo, jetzt ist Draco-Zeit. Jetzt ist Draco-Zeit. Ich habe keine Ahnung genau, was der genau machen will. Vielleicht will er nur U-Turn, vielleicht will er nur Wurz switchen. Vielleicht will er auch direkt Hurricane drücken oder so. Aber ein Draco sollte gegen so, und wenn es jetzt ein offensives ist, auf jeden Fall eine Menge Damage machen. Und wir trocknen einfach mal einen freien Draco. Er wird rausfinden, dass er Scarf sind, je nachdem, wie schnell er ist. Oder wie finden raus, dass er Scarf ist, wenn er jetzt schneller ist als wir. Aber ja, wie gesagt, seine Moves tanken wir eigentlich ganz gut. Er weiß, dass es Scarf sind. Wir gehen für den Draco. Und gucken, wie viel Damage wir hier sehen. Das sind um die 60% rum. Das ist aber auf jeden Fall nicht nur Zero Invested. Der hat ein bisschen Investment und er geht einfach nur für den World Switch. Also den Damage nehmen wir. Der Wurzwitch macht uns 24 Damage. 24 Damage hat der Wurzwitch gemacht. Also er hat keinen U-Turn dabei, er hat Wurzwitch. Das ist gut zu wissen für unser Landris natürlich. 24 Damage und das ist Max Special Attack Zapdos. Das ist Max Special Zapdos, okay. Volt Switch. Und der Lead geht direkt in seinen Monte Carbo Gedöns. Oh, das heißt für uns, wir gehen in unser Azu, weil das unser erster Switch jetzt mal rein ist. Um dann damit dementsprechend umzugehen. Wenn er jetzt direkt für den Grass Move geht, ist scary. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Hier ist das Ding nur auf Englisch. Colossal. Ja, da ist er. Colossal. Weil er weiß noch nicht mal, ob ich selbst bin auf Ding. Der geht einfach direkt für Spikes. Okay. Der hat Spikes. Spikes. Wo haben wir Monte Carbo? Hier, Spikes. Spiekes. So, wenn der jetzt. Sagen wir, der hat jetzt einfach Solar Beam. Das kriegt Solar Beam, ich bin mir ziemlich sicher. Der ist jetzt Solar Beam, würden wir noch leben. Und Liquidation würde ihn halt ausnocken.
Deswegen gehen wir einmal für einen safen Knockoff und gucken, was passiert. Und er legt direkt seine Spikes. Gut, dann müssen wir irgendwann defoggen natürlich. Wir mögen keinen Defog auf Skarmory dabei. Skarmory kommt rein gegen seinen Keifel und gegen seinen Buzzhole sehr einfach. Das heißt, die irgendwann weg zu defoggen sollte eigentlich gehen. Vor allem, weil Buzzhole nicht unbedingt super switchen. Wenn ich Playoff drücke, will er halt nicht wirklich reingehen. Tentoxa ist theoretisch sein erster Switch, aber Knockoff will halt niemand tanken. Und wie gesagt, falls er jetzt für G-Max Solar Beam gehen sollte, dann tanken wir das auch. Und wir sollten, wie gesagt, schneller sein, dass wir nach einem Knockoff mit der Liquidation eigentlich killen sollten. Ja, er geht aber raus. Und wir gehen für den Knockoff und er geht in Arismus Kiste, was sein... Ja, das Ding ist okay. Da jetzt, ich erwarte Rocky Helmet, um fair zu sein. Aber schauen wir mal, was wir genau hier wegknocken jetzt. Schauen wir mal, was wir hier wegknocken allgemein. Und jo, das war ein Rocky Helmet. Gehen wir noch ein bisschen Leftovers wieder. Der hat kein Helmet mehr. Das macht unseren Job mit anderen Mods einfacher. Und wie gesagt, wir gehen jetzt hier direkt ins Skarm. Kann er vielleicht predicten mit Zapdos, wenn er will. Aber wir machen es trotzdem erstmal. Wenn er in Zapdos geht, ja, kann ich nochmal in Landris oder so weitergehen. Kann er jetzt hier easy predicten, weil Skarmory halt ein sehr offensichtlicher Switch in da rein ist. Und ich halt defoggen will. Also könnte er versuchen zu catchen hier mit einem Double. Er könnte auch einfach, ich meine, könnte auch, wenn er Bandit ist, dann macht sein Mon zu viel Damage. Dann müsste ich so danach wieder raus switchen, wenn er im Fighting Move einfach geht. Schauen wir mal. Also ich will zuerst, also entweder bin ich schneller oder er bleibt drin. Entweder ist er schneller oder er bleibt drin. Und er geht in Sparrow. Und er geht für einen Ice Punch einfach nur. Landris Predictor anscheinend. So, wir gehen hier runter auf 5 und kriegt mein Rocky Helmet Damage und das waren 25 Damage. Was sagt uns das über Buzzhole aus? Buzzhole, das ist einfach nur, das ist die Geotech Buzzhole, das ist Bulky Buzzhole, das haben wir schon erwartet. Der hat den Helmet und hat noch Ice Punch. So, ich will jetzt hier einfach nur defoggen, um fair zu sein. Einfach nur defoggen, um Spike loszuwerden. Er könnte jetzt hier in Monte Carlo wieder gehen, er könnte in Zapdos wieder gehen, um zu roosten, aber das ist alles okay. Könnte ich ausnutzen. Ich genau den nächsten Mal Toxin. Er geht jetzt in das Ding. Er ist auch okay. Da wäre jetzt ein, was wäre besser gewesen noch? Da wäre jetzt ein Toxic auch nice gewesen gegen das Ding. Aber wir wollen halt die Spikes loswerden, weil Spikes sind nervig. Und diesmal switchen wir in Gudra. Einfach nur, weil ein Surf dem auch eine Menge Damage macht. Und ich will jetzt nicht, dass er jetzt für G-Max Grass Move oder sowas geht. Um dann irgendwie, ja, mein Dings zu catchen, mein Azumarill. Aber schauen wir mal, was er hier gehen will. Ich will einfach nicht dieselben Switch nochmal machen, deswegen gehe ich jetzt mal in Gudra hier. Drin bleiben wäre natürlich, irgendwann könnte man machen, aber will ich nicht unbedingt. Deswegen, falls er jetzt auf einmal G-Max Dings raushaut, Grass Move, dann gehen wir von da aus weiter. Wir können auch von Rock Move gehen, um fair zu sein. Er geht für Flamethrower, okay. Das tankt mir natürlich sehr gut. Bots, macht nicht sehr viel Damage. Also gibt es einen Grund, nicht für Surf zu gehen? Kein, nicht viel eigentlich. Ich gehe für einen safe Surf. Selbst wenn ein Tatoxa geht, kann ich damit umgehen. Alles andere hätten wir ganz solide. Deswegen gehen wir einfach für einen safe Surf hier. So, es wird raus. Wahrscheinlich ein Tatoxa, wenn ich raten müsste. Kloakenkalle, ja, das ist es auch. Wir sehen, wie wir machen mit Surf gegen den Ding. Also können wir gucken, ob er Fistef ist oder was genau er ist. Tentacruel. Schauen wir mal. Das sind so 5% rum. Oder die Hälfte wahrscheinlich. Beim Plexer tritt jetzt die Hälfte wieder. Ja, das sind so 12% gewesen. Jo, das sieht einfach nach nicht um den Spitzef aus. Das können auch andere Sachen sein. So, gegen das Ding switchen wir in unser. Erstmal das Ding, um dann einen Slowbeton Pass rauszukriegen in einem unserer Threads. Weil das Ding ist sehr schnell. So, Black Sludge hat der. Blacku Sludge. Was wir jetzt raushauen? Eine Sludge Bomb. Okay, können uns jetzt Poison, was nervig wäre. Aber sollte nicht viel Damage machen. Poison uns direkt. Was ist ein Switch in hier rein? Es könnte Buzzhole sein. Ich will einfach wahrscheinlich direkt Heal burn gegen das Ding, weil Poison auf den Ding mag ich halt gar nicht. Und wir disconnecten. Ah, nervig. Jedes Mal der eine Disconnect. Zum Glück haben wir nicht viel zu rekreieren. Wir sehen. Ach, die Poison wird kacke zu sein. Oh, die Poison wird kacke. Okay, wir sehen uns bei der Recreation. So, wir haben recreated. Ich muss jetzt einmal leider nochmal in Nachtara switchen. Ich hätte dann einen Poison-Tick mehr, aber die Alternative war halt, okay, wir haben erst versucht, die ganze Zeit die Poison hinzukriegen und dann recreaten wir den Rest oder recreaten wir erst den Rest und machen dann hoffen dann, dass eine Poison am Ende kommt. Das kommt uns irgendwie ineffizient vor. Deswegen opfer ich jetzt den einen Poison-Tick auf Nachtara. Ich glaube, dafür ein bisschen higher and roll mit den Draco Meteor gegen Zapdos bekommen. Aber ja, jetzt sind wir hier. Wir spielen weiter. Und hoffen, dass alles funktioniert. Ich nehme auch auf. Ja, ich nehme auch auf. Perfekt. Dann, genau. Selber planen wir eben. Vor allem jetzt dadurch, dass ich den zweiten Poison-Tip bekommen habe, will ich auf jeden Fall hier Bell gehen. Und einfach mal gucken und hoffen, dass dann nach Lara nicht zu low wird. Deswegen drücken wir das jetzt. Kann ich leider nicht slow betorn passen. Wird jetzt hier gehealbelt. Aber es war eh mein Plan. Wobei,
Also extra Points nix und natürlich nochmal extra Motivation, dass ich mir das nicht nochmal anders überlege. Ich kann natürlich jetzt hier in verschiedene Mons switchen, das ausnutzen. Aber Nachtara mit Poison gefällt mir nicht. Weil sein Tintox hat, tatsächlich haben wir, einmal mussten wir neu starten, weil Ele dumm ist und einen falschen Switch gemacht hat. Da mussten wir nochmal neu starten. Aber tatsächlich in allen Versuchen hat Tintox mit der ersten Slushbomb gepoisoned. Also irgendwas gibt er seinen Mons. Irgendwas gibt er auf jeden Fall seinen Mons für extra Secondary Effect Percentage hier in dem Match. Deswegen hat es auch glücklicherweise nicht zu lang gedauert. Wir mussten nur zwei Versuche starten, obwohl es halt eine 30% Chance ging zu rekreieren. So. Kleiner Toxer geht raus, ein Hackbrusche, was war das nochmal? Das war Zapdos, okay, also will er wahrscheinlich roosten oder so. Können wir ihn geben. Wenn er unbedingt roosten will, kann er das machen. Er hat auch die Lefties, wie es aussieht, okay. Lefties, Lefties, Lefties. Und wir, will ich schon mit Tompest zeigen oder einfach rausgehen hart? Ich könnte auch einfach hart rausgehen. Brauche Tompest noch nicht revealen. Ich kann einfach direkt in meinen Backenbart hier gehen. Oder Nihilego, um noch mehr Druck aufzubauen. Weil Nihilego ist ein Boy. Nihilego ist der King. Weil er wird hier für Roost gehen. Oder im Zweifel Hurricane, wenn er Landorus predicted. Aber beides covert Nihilego. Und so eine, wie gesagt, Choice-Based Power Gem ist halt eine Wucht. Ist halt einfach mal eine Wucht. So, schauen wir, was hier raushaut. Ich erwarte einen Roost eigentlich. Aber ja, da ist der Roost auch. Okay. Vor allem, weil er Leftovers gezeigt hat. War das schon sehr wahrscheinlich, dass er da den Roost hat. So, da gibt es ja nochmal Lefties. Das heißt, wenn wir Rocks bekommen, kriegen wir regelmäßig Rocks Damage auf ihn. Das ist auch nice natürlich. Nehmen wir gern mit. Und wir drücken einfach mal den P-Gem. Weil P-Gem macht Spaß. Einfach Sachen mit Specs oder Bandit Monster klicken macht halt einfach Spaß. Weil irgendwas switcht jetzt rein und kriegt eine Menge Damage. Selbst sein Tentacruel ist nicht getootet, um fair zu sein. Er hat eine Chance, getootet zu werden. Mia, der ist neu. Der ist neu. Das ist sein Dings. Ist das jetzt Spidef? Pyloswiner ist der auf. Das sind so 30% rum. Das sieht nach Spidef aus auf jeden Fall. Weil nur Max HP, ja, würde getoolt werden auf jeden Fall. Der Boy ist mixed. Der ist Spidef. Ja, der Boy ist Spidef. Aber der ist trotzdem gefreehittet, was ja nur Informationen sind. Und das gibt uns einen Switch in unseren Sparrow hier. Um danach mal Toxic zu drücken, auf irgendwann was reinkommen will. Er könnte jetzt hier Rocks drücken, wenn er will. Aber letztes Mal ist er direkt in Monte Carlo gegangen. Und ja, wir können auch für Knockoff jetzt hier gehen, natürlich. Und wenn er meinen Scarm kriegt, er kann auch nochmal einen Zapdos doublen, wenn er will. Das könnte er auch tun. Aber nee, Lego ist halt ein Threat. Weil wenn er jetzt hier overpredicted, quasi und ich einfach nochmal für Power Gem gehe, was umfährt dann sehr unwahrscheinlich ist, könnte ich das hier einfach noch für zwei Power Gems gehen, das Ding ausknocken. Aber ja, das Ding ist offiziell kein Switch-In mehr. Das Ding ist offiziell, außer ich kriege zwei super Low Rolls. Das könnte natürlich eine Chance sein. Weil wenn der Max mit Death ist, wie gesagt, mache ich 32-38%. Und das sieht so aus, dass zweimal so 35% Rolls sollten da den Trick schon machen. Vor allem, wenn er jetzt irgendwie Knockoff geht und nochmal einen Rocky Helmet tankt oder sowas. Er doubelt dann nochmal einen Zapdos. Er doubelt den Zapdos. Okay. Das ist fair. Das ist fair. Wird es wahrscheinlich hier für Wurz Switch gehen oder sowas. Ich switch einfach in Landorus auch darauf und dann kann ich immer noch in meinen Nihilego pivoten und nochmal Dings drücken. Deswegen machen wir das mal so. Der Wurz zwischen Roost gezeigt. Ich pivote einmal in Landorus, um den Wurzwitch aufzuhalten. Und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Intimidate ist natürlich jetzt irrelevant. Und ich gehe auf den Wurzwitch, genau. So, wenn er jetzt in Dings doublen will, könnte ich auch für die Psychic gehen, weil in Psychic hat er auch keinen guten Switch hin. Psychic hat er auch keinen guten Switch hin rein. Nee, Lego Spec Psychic killt das Buzzhole. Will ich jetzt hier den Double machen? Zack Psychic mördert Buzzhole, ja. Selbst wenn er Max HP ist. Ich könnte auch für einen safe Smackdown gehen, aber. Oder ich könnte für Safe Rocks gehen, um fair zu sein. Weil ein Hurricane wird zwar eine Menge Damage machen, aber will er es risken, dass ich hier nochmal in Dings gehe? Nee, komm, ich mach's. Geh nochmal in Lego. Weil Hurricane macht halt einen guten Damage gegen Landorus. Das ist da das Problem. Vor allem, weil er ja offensiv ist, offensichtlich. So, also entweder bin ich schneller oder er geht für einen Move. Bei Hurricane geht mal bitte so um die 50% machen. Und da ist auch der Hurricane. Und er misst. Das tut natürlich weh. Hätte natürlich nicht viel Damage gemacht, aber hätte guten Damage gemacht. Hätte so um die 18%, 19% rumgemacht maximal. Und wir drücken einfach nochmal Power Gem. Kein Grund, es nochmal nicht zu drücken. Wie gesagt, hätte 15 bis 19% gemacht gegen mein Nihilego, aber hat er noch eine Verwirrchance natürlich. Und Specs Power Gem ist halt, wie gesagt, hat er keine Switchens rein.
Außer ein G-Max-Mann vielleicht. Also nach einer G-Max mit einer, es könnte vielleicht überleben. So einen Power-Jam und dann nochmal G-Maxen, um das zu überleben. Das könnte funktionieren vielleicht. Genau, hängt jetzt von seinem Westen ab. Weil Colossal, wie gesagt, habe ich noch gar nicht angehittet. Deswegen ist das schwer zu schätzen. Aber wenn er einfach nur Max, oh ne, Power-Jam O-Code, Colossal, wenn er nur Max-HP ist. Stimmt, ich habe vergessen, der ist ja Rock-Fire. Das ist, ich hätte ihn ja super effektiv. Ja, dann geht's natürlich nicht. Dann geht's ja natürlich nicht. Der Boy ist ja Rockfire. Jo, er will das habt ihr behalten, macht Sinn. Ist gut für gegen Skarmory. Und er geht in die Kloakenkelle. Gucken wir, dass ein Tuit ist. Ist eine Chance theoretisch. Aber ich könnte auch einfach drin bleiben, weil er könnte physisch sein, um fair zu sein. Nein, die hat es halt schon gezeigt. Das ist auf jeden Fall speziell. Jo, das ist guter Damage. Da kann ich einfach nochmal Power Jam drücken. Das war jetzt ein Higher Roll. Aber wie gesagt, wenn das speziell ist, dann ist mir das egal. Dann lebe ich ins Gold. Dann bleibe ich einfach drin und drücke nochmal Power Jam. Jo, weil wie gesagt, macht 46-55%. Also da habe ich, weil ich ein Game, wenn er wirklich Max HP ist, dann ist er im gelben Bereich gelandet ist, war das mehr so um die 55% Roll. Jetzt brauche ich nochmal so einen um die 50 und dann ist das Ding tot. Ansonsten tanke ich hier nochmal einen Scald oder so. Sehr okay, würde so für 33-40% machen. Knockoff würde so um die 28% machen, wäre halt schade, den Specs zu verlieren, aber gibt natürlich auch ein paar mehr Möglichkeiten noch. Aber würde lieber den Specs behalten, um fair zu sein, weil Power Jam halt einfach free ist. Es gibt fast keinen Grund, was anderes zu drücken. Gehen wir noch für Power Jam. Kriegen wir den Roll high genug ist, kriegen wir. Oh, kriegen sogar einen Crit. Okay. Wieder. Er hängt von seinem Investment ab, inwiefern das gemattert hat. War auf jeden Fall rollabhängig, aber ja, jetzt muss er in irgendwas gehen, was plus 1 senken kann. Das muss ein Keifel jetzt sein oder sein Dragapult, was schneller ist. Weil Buzzhole stirbt, Monte Carlo stirbt, Zapdos stirbt. Der mit die Kollen, das ist sein. Nee, ist es das Ding, okay. Jo, dann muss er jetzt G-Maxen, weil lebt er überhaupt? Geht G-Maxed, wenn ich jetzt Power Jam drücke? Ja, lebt er noch. Lebt er easy. Ah, nee, ich bin gerade gegen Tentacruel G-Maxed. Wo ist denn hier sein Colossal? Also, er hat es bestimmt gekalkt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will es trotzdem selber wissen, wenn er jetzt nur Max HP ist, dann lebt das ja. Aber da muss er hier G-Maxen jetzt. Und das heißt für mich, wir switchen einmal in unser Aso, einfach mal zum Scouten, was er vorhat. Er hat bisher nur Spikes gezeigt. Und wir gehen in unseren Aso. Und mal schauen, was für ein Move er hier gehen will. Ja, er muss G-Maxen, wie gesagt, sonst überlebt das nicht. So, ist es gedynamaxed? Schauen wir mal, was er genau jetzt hier gehen will. Aber er hat schon Spikes gezeigt, er hat Flamethrower gezeigt. Wahrscheinlich dann noch ein Rock-Move. Bei Flamethrower würde ich nicht genug machen, auf jeden Fall. Flamethrower tankt mir halt easy. Mit Nego meine ich jetzt. Mit Asu natürlich auch, aber schauen wir mal. Max Quake, okay. Das ist halt Earthquake. Wie viel Damage reden wir hier? 173 runter auf 22, oder ist nicht genug Damage. Earthquake, jo. Was hat jetzt Max Quake nochmal für ein Race? Was hat jetzt für ein Race bekommen? Max Quake, God damn it. Jetzt muss ich gucken, was für ein Düner Erdstoß, was für ein Plus 1 gibt es, ich habe gerade nicht hingeguckt. Spezialverteidigung, ja gut, das ist mir dann egal. Ich gehe für die Liquidation. Weil jetzt, wo Tentoxa weg ist, hat er da auch keinen guten Switch in rein. Und das Ding lebt, das Ding noch. Kann nochmal ein bisschen Chip machen jetzt hier mit dem Rock-Move, was okay ist. Machen wir noch einen Chip hier, genau, haben also immer noch da, um potenziell gegen Keifel was zu drücken oder so. Jo, macht nochmal Nerving Damage hier, aber nochmal eine Liquidation, hat halt keinen guten Switch in rein. Könnte ich sogar für Playruff hier gehen, ist die Frage, aber ich will nicht missen, ich gehe aber für die Safe Liquidation. Gibt keinen Grund, es nicht zu drücken, es ist einzigen Switch hier in der Reihe. Ich könnte auch für Knockoff gehen, um fair zu sein. Aber ich weiß nicht, ob er da reflektieren will, die Dragapult rein zu switchen, wenn ich halt theoretisch einfach nur Knockoff gehen kann. Und ich gehe jetzt einfach für Liquidation. Einfach ist safe, die einzige Resistor, die er ist, hat das Dragapult und Dragapult tankt natürlich nicht so gerne Moves, weil der nicht so bulky ist. Und jo, sieht bisher schon mal ganz nett aus, wie das Match hier läuft, weil Nihilego einfach nice einen Druck macht, weil er Caffey nicht mitnimmt. Und wie jetzt, Garth Gudra ist immer noch ein Threat für ihn. Ist auf jeden Fall auch immer noch ein Threat für ihn. Zum Cleanupen halt, nicht zum Breaken, dafür ist Nihilego dann da. Er switcht sich nochmal raus, er will es noch behalten. Und switcht dann, ja, was will der rein switchen? Sein Buzzhole, sein Dings. Hackbrüsch, das ist Zapdos. Okay, Zapdos trägt jetzt einen Liquidation ab. Guck mal, wie viel Damage wir hier reden. Boink, boink, boink. Das ist sehr guter Damage. Aqua Jet würde natürlich nicht reichen von hier. Will jetzt hier für. Ah, ich krieg den Rock Damage weiterhin. Okay, das muss ich natürlich nicht. Ich hab gedacht, der will aufhören, wenn ich raus switche. Ja, also behalten lohnt sich auf jeden Fall noch. So ein Aqua Jet im Late Game.
gegen irgendwas. Könnten wir noch nehmen. Wir können jetzt einfach Roost drücken, wenn er safe sein will. Aber ich double einfach wieder Chinstrap, ne? Weil jetzt geht er für Roost. Sehr wahrscheinlich. Um halt meinen Aso einfach auszustallen. Wenn er jetzt direkt für Volt Switch geht, ist natürlich nervig, aber den Damage ist auch nicht schlimm. Das heißt, sein Zapdos bleibt low. Er geht auch wieder für den Volt Switch, okay. Dann kann er jetzt, muss er jetzt hier in Keifel quasi gehen. Oder Dragapult, wie gesagt, weil jetzt hat er den G-Max-Form nicht mehr. Aber das ist gut, das macht Druck, der Zapdos bleibt low. Das ist wichtig. Das Zapdos low bleibt, ist praktisch. Ja, muss er eigentlich. Oh, Wayne, das ist ein Tragepult, okay. Jo, da ist unser. Unser Switchen eigentlich nach Tara. Die Frage ist, wollen wir da rein switchen? Weil wir können auch für U-Turn gehen. Ich würde mal kalken gerade. Dragapult. Kann ich einfach drin bleiben und nochmal. Weil wenn er Choicebacks ist und jetzt Hydro Pump hat zum Beispiel. Guck mal, Hydro Pump. Wenn er nicht ge-G-Maxed ist. Choicebacks Hydro Pump würde 148 machen. Das leben wir maximal. Das würden wir also nicht leben, wenn er Choicebacks ist. Sonst alles andere. Selbst Draco würden wir leben. Wenn er jetzt aber physisch ist und für Dragon Darts geht. Gehen wir mit Element. Dragon Darts. Wo sind sie? Ich denke, das würden uns killen, ja. Da switchen wir raus also. Switchen wir also raus. Sacken wir jetzt hier Aso. Ja, ich glaube, wir sacken Aso. Gehen Aso. Wie gesagt, ich will nicht nach Tara. Er kann einfach für U-Turn gehen, das predicten. Mit Aso ist es nicht mehr ganz so schlimm und nimmt doch nicht ganz so viel Chip dann davon. Geht gleich für Dragon Darts, okay. Und ich krieg weiterhin den Rocks Damage. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Kriegt Aso jetzt immer den Damage? Okay. Das hatte ich nicht gewusst. Aber okay, jetzt haben wir einen freien Switch in irgendwas. Ich könnte nochmal einen Gudra gehen, einfach jetzt einen Draco droppen. Klingt echt nach einem Plan. Müsste ich übrigens Draco droppen, könnte auch für Dragon Pulse gehen, um fair zu sein. Weil er weiß, dass ich Scarf bin. Einzige Doofe ist, wenn er jetzt auch Scarf ist, um fair zu sein, aber wir droppen einfach nochmal einen Draco. Ich glaube nicht, dass er Scarf Dings mitbringt hier. Scarf Dragapult. Das wäre ein bisschen albern. Aber wir droppen jetzt einen Draco, er wird wahrscheinlich Monte Carlo jetzt sacken, wenn ich raten müsste. Ja, macht er auch. Ist okay. Da ist der Draco. Und Monte Carlo ist down. So, aber wir sind das, genau, Dragon Darts hat Tragepult. Das ist jetzt schon mal. Dragon Darts. Ich habe ehrlich gesagt, das hätte ich vielleicht nachlesen sollen. Ich habe keine Ahnung, wie diese G-Max, dass der immer noch Damage macht, selbst wenn Monte Carlo das Feld verlassen hat und ich aber rein und wieder raus switche, dass er immer noch diesen scheiß Rock Damage kriege. Das hätte ich nicht gedacht. Anscheinend muss Monte Carlo nur am Leben bleiben, der macht durchgehend Damage. Wusste ich nicht. Ich hoffe, das tut mir nicht zu sehr weh im Late Game, dass ich so jetzt auch so verloren habe. Aber ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Zwei Mons sind down. Nee, er macht auch gut Druck. Ich habe noch meine Checks für seine Mons, immer noch healthy genug. Er hat jetzt hier einen relativ freien Switch, weil ich bin halt meines Stu natürlich. Also ein Dragapult kann natürlich nicht easy gehen, aber in sowas anderes, wie zum Beispiel sein Keifel, jo, macht er auch. Kann es hier für Rocks oder so gehen? Ich glaube, ich gehe einfach trotzdem nochmal in Sparrow, auch wenn er hier einen Zapdos doublen könnte. Ja, auch wenn er jetzt hier einen Zapdos doublen könnte, gehe ich trotzdem nochmal in Skarmory. Weil den Double hat er schon mal ich weiß nicht genau, ob er da den Double. Doch, genau, da hat er letztes Mal den Double gezeigt. Ob er den jetzt nochmal machen will oder Angst hat, dass ich das jetzt predikte, weil wenn ich einen freien Switch in meine Lego bekomme, es wird für ihn immer ein Riesenproblem. Ich könnte auch da auch mal anfangen, mein Dings auszunutzen. Mein Natara mit Beton Pass, weil das weiß er noch nicht, dass ich Beton Pass habe. Er weiß noch nicht, dass ich Beton Pass habe. So, gehen wir trotzdem nochmal in Sparrow, ganz offensichtlich. Und er geht jetzt für. Ne, doubled trotzdem nochmal ein Zapdos oder. Hackerbrush, ja, doubled nochmal ein Zapdos, okay. Er doubled nochmal in seinen Zapdos. Kriegt nochmal Lefties. So, will er jetzt roosten? Also, für was ist ein Roost wirklich wichtig im Team? Damit er nochmal einen Tank von was tankt? Nicht unbedingt, damit er nochmal Ziegenbart tankt. Dafür wäre es praktisch, theoretisch. Ich gehe in Henri Quatre mal. So als Middle Ground. Weil Henri Quatre gibt mir, da muss er mit Buzzhole gehen, theoretisch. Mit Buzzhole komme ich klar, wenn er jetzt Wood switcht. Und den Rest kann ich halt Beton passen dann. Geht trotzdem auf den Wood switch, okay. Macht dann nicht viel Damage, aber macht natürlich Damage.
Er muss jetzt versuchen, durchgehend zu doublen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, weil er kein Hazard Move, außer Zapdos vielleicht, gehe ich, also der hat schon Hurricane, hat er auch schon gezeigt, den habe ich nicht vergessen aufzuschreiben. Hurricane. Oh. Weil ab einem gewissen Punkt, sobald ich Rocks habe, kann er die ganzen Blitze nicht mehr machen. Das heißt, das sollte auch eine Priority werden, mal Rocks zu bekommen hier demnächst. So, gehe ich trotzdem nochmal ins Skarm? Gehe ich trotzdem nochmal ins Skarm? Ich glaube schon, ich gehe einfach weiterhin ins Skarm. Ich gehe weiterhin ins Skarm. Und beim diesen Double werde ich aber an Landris gehen und dann meinen Rocks legen. Wenn er Hurricane drücken will oder sowas. Ich mach's trotzdem nochmal. Ich gehe nochmal ins Skarm. Wenn er jetzt drin bleiben sollte und für irgendeinen komischen Move geht, dann werde ich Toxic drücken. Drain Punch ist okay. Ich habe immer noch meinen Rocky Helmet. Das heißt, er wird nicht zu viel recovern hier. Ja, quasi nicht. Ich glaube, er kriegt mehr Damage, als er recovert. Jo, tut er auch. Und jetzt werde ich Toxic drücken. Weil das ist relativ safe. Hätte ich alles mit. Nix mag ein Toxic in seinem Team. Und wenn dann Zapdos geht, dann habe ich immer ein bisschen Chip auf ihn. Dann kann ich mir mit Leftovers sich hochheilen. Genau für Drain Punch. Kriegt jetzt ein Higher Roll oder war das ein Crit? Das war ein Crit, okay. Okay, ist natürlich schade. Natürlich sehr schade. Weil jetzt weiß er, dass ich für Roost gehen muss eigentlich. Und jetzt könnte er wieder in Zapdos gehen. Aber wie gesagt, den finde ich okay. Ich war ja schon mit dem Double, war ich ja schon okay. Ich war ja schon mit dem Double okay, wenn er potenziell pullt hier. Deswegen werde ich hier jetzt nochmal für Roost gehen. Um einfach mal das Healthy zu halten. Wie gesagt, dann, wenn er jetzt in Zapdos geht und offensichtlich in Roost predicted, dann bin ich halt in der Situation, wo ich eben schon gemeint habe, okay, wenn er jetzt in Zapdos doublet, mache ich halt meinen anderen Plan. Deswegen, damit, das ist vollkommen okay, dass er jetzt hier macht. Das ist mir wert, einfach meinen Skarmory Healthy zu halten, statt hier jetzt Double Toxic oder sowas zu drücken. Oder halt irgendwie in mein Nilego zu gehen. So, zip, 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 zip. Wir haben uns wieder hoch. Wir gehen in Landris diesmal und versuchen unsere Rocks zu legen. Diesmal gehen wir in Landris, versuchen unsere Rocks zu legen. Und schauen wir mal, ob das klappt. Wenn er jetzt hier Hurricane drückt auf einmal, dann hat er mich gecatcht. Dann hat er mich, lässt sich nicht viel sagen, hat er mich halt diesmal gecatcht, weil irgendwas mache, würde er wahrscheinlich sich denken. Jo, da ist das da. Gegen Zapdos mit Smackdown mache ich halt, wenn er jetzt nur Bum Bum ist. Mache ich tatsächlich fast genug, aber ich will meine Rocks haben. Wenn er jetzt für Hurricane nochmal gehen will, kann er es tun. Macht er auch. Hittet auch diesmal. Wie gesagt, sollte um die bisschen mehr als die Hälfte machen. Jo, passt vom Damage her. Okay, komm schon. Jetzt hau die Rocks aber wenigstens raus. Jetzt gib mir die Rocks. Jetzt, das würde es wehtun, wenn ich die Rocks nicht kriege. Oh, Gott sei Dank. So, wir kriegen die Rocks. Die sind mir wichtig, einfach nur das ganze Zapdos-Gedouble mal einen Stopp zu machen. Jetzt werde ich in die Nilego gehen, weil selbst wenn er jetzt Defog drückt, dann mache ich damit Druck. Und wenn er halt was anderes drückt, dann kommt Nilego damit klar. Deswegen kommt jetzt der Nilego-Switch. Blop, blop. Deswegen kommt jetzt der Nilego-Switch. Er kann das jetzt wieder predicten und irgendwas reinswitchen, wenn er will. Aber es, also jetzt ein Keifel oder sowas zum Beispiel, nein, er bleibt drin, weil sonst, er kann auch für Wurzel gehen. Also Wurzel wäre auch ein Play, was er jetzt hier machen kann, wenn er will unbedingt. Geht aber für, geht auch für den Wurzel, okay. Das war das schon wieder ein Crit. Okay, jetzt ist langsam Schluss mit den Crits hier. Langsam ist der Schluss mit den Crits hier, weil so oft kann ich den Nilego dann nicht mehr reinswitchen in Sachen, wenn ich hier durchgehend gekrittet werde mit Drain Punch, was sich zum Roosten zwingt und den Wolf Switch, was jetzt mein Nilego down kriegt. Langsam ist der Schluss mit den Crits. Er hat schon die Poison bekommen. Können wir nicht mal aufhören jetzt? Können wir nicht mal aufhören jetzt? Geht ein Dragapult, was natürlich nervig ist. Kann jetzt hier für Dragon Darts gehen oder sowas. Geht jetzt Rock Damage, bla bla bla. Er ist auch Lefties, okay. Der ist auch Lefties. Dann ist er wahrscheinlich auch Sub oder sowas. Ist er dann Sub Disable für meinen Dings, damit ich nicht die V-Playen kann? Das könnte sein. Ja, ist alles sehr nervig gerade hier. Ich glaube, damit kann ich halt vom Wurzwischen stoppen, aber auch nicht wirklich. Ach, ist das nervig. Weil jetzt kann ich. Ach, nochmal. Das ist in ihr Lego halt so weak und vorher hat er noch so viel getankt. Der Crit tut weh. Also der Crit vorher gegen Drain Punch, der war halt ein bisschen doof, weil er mich zum Roosten gezwungen hat, aber sonst komme ich eigentlich mit klar. Ich werde jetzt in dich gehen. Langsam ist Schluss mit den Crits. Komm schon, jetzt langsam ist Schluss mit den Crits. Ich gehe trotzdem nochmal in Dings.
Wenn es hier Dragon Dust drücken will, kann das tun. Boom. Boom. Das ist vom Damage her, soll ich mal kalken wahrscheinlich. Dragapult. Der ist auf jeden Fall physisch und adamant. Oder zumindest plus Attack in Nature, würde ich jetzt sagen. Und da machen seine Dragon Darts auf jeden Fall, jo, machen guten Damage. So. Ich gehe jetzt hier. Wenn ich ins Skarm gehe, kann ich Fire Blast wieder. Ne, ich gehe für Beton Pass einfach. Ich gehe jetzt einfach für Beton Pass. Wenn er noch für Dragon Darts gehen will, er geht für Substitute, okay. Ja, ist Sub-Disable. Er ist Sub-Disable. Das wird jetzt nervig, weil er ist ja natürlich ein freien Sub, den muss ich erstmal brechen. Ugh. Hätte ich doch für V-Blade gehen müssen. Aber ich hätte gedacht, ja, wenn ich Sub-Disable predicte, hätte ich es auch tun sollen. Weil wenn ich jetzt, müsste ich da reingehen, das wäre dann mein, ach ja, das ist jetzt super nervig. Ich hätte für V-Blade gehen sollen, weil jetzt, wenn ich ihn einmal gebrochen, dann Disable kann ich immer noch rausswitchen, wenn ich den predicte. Ich habe angekündigt, dass er Sub-Disable ist. Wie gehen wir das um? Dragon Darts, Sub-Disable. Sub-Disable. Weil das kann echt nervig gehen. Das könnte sogar gewinnen jetzt hier. Wenn er noch einen Fire-Move hat für Skarmory, der zu viel Damage macht. Sagen wir, der wäre jetzt naiv. Und hätte jetzt noch Fire Blast oder so. Gegen meinen Skarmory natürlich. Blub, blub, blub. Ja, würde zu viel Damage machen. Würde sich zu viel Damage machen. Aber ich muss den Sub brechen. Und ein Ironhead bricht aber auf jeden Fall den Sub. Skarm, wenn Skarm weg ist, wie komme ich mit Basshole klar? Nur noch sehr schlecht. Aber mit Backenbart theoretisch noch. Uff, uff, uff. Ja, nee, da hätte ich einfach V-Play gehen müssen. Ich habe ja angesagt, was ein Setter ist. Nee, geht nur für Dragon Darts, okay? Das ist jetzt zum Storefest? Dragon Darts macht keine Berührung. Ja, schießt ja auch nur seine Kinder. Ja, so den Zap brechen. So, da muss ich jetzt auf seinem Disable. Also wenn er nichts hat für meinen Scar, dann ist die Welt in Ordnung hier. Oder er hat es jetzt hier gebaitet, also gehe ich für Toxic auf jeden Fall jetzt hier. Gehe ich jetzt für Toxic. Wenn er mich jetzt disablen will, dann ist das okay. Wir können auch nochmal in Basshole gehen, aber es scheint. Gehe genau für Sub. Naja, gehe genau für Ironhead, ne? Das will jetzt hier. Ich weiß nicht genau, was sein Plan ist, um fair zu sein. Ich habe Sub-Disable erwartet, aber momentan spielt das nicht unbedingt so. Jetzt gehe ich halt für Ironhead. Da ist ein Dragon Dance ist er noch. DD ist er noch, okay. Also DD. Disable erwarte ich immer noch. Disable erwarte ich immer noch von ihm. So, das heißt, wir sind jetzt Mindgames gespielt, wenn er plus 6 wäre. Worst Case Szenario, ich krieg alle Predictions wrong. Plus 6 Dragon Darts würde genug machen. Gegen mehr als 50%. Plus 4 noch nicht. Kommt jetzt der Disable. Ja, ich muss für Toxic gehen, ne? Sub-Disable würde zu viel Sinn machen. Halt gegen Umbreon, der wird wahrscheinlich nur V-Play laufen, das kann er disablen, bla bla bla. Genau, für Sub, okay. Also, solange ich dafür sorge, dass er nicht hinterm Sub ist. Ah ne, jetzt hat er der Dragon Dance natürlich. Aber kann er genug davon kriegen? Er kriegt theoretisch durch das ganze Hin und Her, wenn wir das durchgehend machen würden, zwei Leftovers Turns. Verliert einen, also verliert 12% theoretisch. Also, genau, kann er auf Dragon Dance gehen. Er verliert 12% bei jedem Encounter hier. Plus 2 ist er jetzt. Plus 2. So. Seine Dragon Dance machen jetzt 37% gegen meinen Skarm. Könnten mich 2 hitten hier. 37% werden 2. Werden. Jetzt gehe ich nur auf Ironhead hier. Diesmal gehe ich nur auf den Ironhead. Weil er kann es theoretisch so durchspielen, weil er verliert durch die Leftovers verliert er zu wenig KP insgesamt.
durch die Leftovers verdient er zu wenig. Ja, geht noch auf Substitute, da habe ich den schon mal richtig gecatcht. Das ist schon mal gut. So, es kommt darauf, ne? Es kommen die 50s und so weiter. Darauf kommt es jetzt an. Weil ich habe leider keine Priority mehr im Team. So. Gehe für Toxic jetzt. Es sind literally 50-50s, glaube ich. Ja, genau. Ich darf nicht dafür sorgen, dass er zu viele Boosts kriegt. Und, genau. Ich muss entweder einen Toxic auf ihn kriegen, dann ist Game Over für ihn. Also für den Plan zumindest, den er hat. Nicht irgendwie fürs Spiel. Nice. Okay, komm, jetzt muss ich den Toxic hitten. Wenn ich den Toxic jetzt misse, ist es vorbei. Puh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das hat funktioniert. Gott sei Dank hat das nicht funktioniert. Gut, jetzt kann ich auch auf Roost drücken. Jetzt ist mir die Welt egal. Ich kann eh seinen Sub nicht brechen. Jetzt kann ich auch auf Roost drücken. Jetzt haben wir das Ding auf dem Timer. Da haben wir ihn gecatcht. Wie gesagt, es war ein 50-50. Es war genauso 50-50 für mich wie für ihn. Ich weiß genau, ob er an irgendeinen Punkt gedacht hat, dass ich nicht mehr an Disable denke. Aber wie gesagt, falls er damit rechnet, dass ich schon weiß, dass es Disable ist, dann ist es immer ein 50-50. Dann ist das immer 50-50. Und solange ich jetzt einen Toxic auf dem habe, kann Skarmy jetzt nochmal noch wichtiger geworden, weil Skarmy ihn halt immer bietet. Skarmy bietet ihn immer 1v1, er bietet Bustle, Bunny 1, er bietet Kaifa 1v1, Sub, das ist literally das einzige Problem noch. Sub, das ist literally das einzige Problem, was Skarmy davon abhält, die zu gewinnen. So, wenn das jetzt die Sache ist, ich muss eigentlich nur Dings den killen können, das kriege ich mit dem hin, aber in Bugman kriege ich das nicht hin, deswegen switche ich einfach in den rein, weil der ist jetzt pretty useless geworden. Zappos können noch Defog jetzt haben, aber ich kann mir eher vorstellen, dass er wahrscheinlich Thunderbolt hat. Aber können Defog haben. Können jetzt die Rocks hier loswerden. Was schade wäre, ich hätte lieber, dass Rocks bleiben. Aber schauen wir mal. Ja, okay. So, und jetzt müsste er einen Hurricane hitten. Ich drücke jetzt einfach Smackdown. Er muss ja jetzt einen Hurricane hitten, wenn er was machen will. Oh, er gibt eine 30% Chance, dass es nicht klappt. Und ich kann einfach in meinen Nielego danach gehen. Und einen Kill claimen. Der Toxic auf Dragapult war wichtig. Hätte ich den gemisst, wäre wichtig gewesen. Wäre dann auf das Sub gegangen, hätten wir das ganze 50-50-Spiel noch weitergespielt. Wichtig war, den Toxic zu landen, an der Turn, wo es auch klappt. Da war ich gerade am Zittern ein bisschen auf jeden Fall. Geht noch für World Switch. Okay, hat meinen Double predicted. Okay, Landris ist mir jetzt nicht mehr wichtig, Boy. Mr. Boy. Landry ist mir jetzt egal. Der ist jetzt super low, der ist auch auf dem Ground. Das heißt, der Boy ist jetzt down. Das heißt, der Boy ist jetzt tot. Weil ich drücke einfach Earthquakes jetzt. Und wenn der... Ja, ich kann einfach Earthquakes drücken. Ich kill den auf jeden Fall. Wenn er mich killen will, kann das tun. Aber ich gehe danach in die Lego. Und der kann nicht mehr rein switchen. Der kann jetzt nicht mehr rein switchen. Und wenn Zapdos nicht mehr rein switchen kann, dann, wie gesagt, haben wir schon erwähnt, wenn Zapdos weg ist, Skarmory ist da, um zu gewinnen. So, ich kann jetzt hier einfach ganz frei nochmal in die Lego gehen und Power Jam drücken. Skarmory gewinnt gegen Kaifel, Skarmory gewinnt, Skarmory sollte gegen Kaifel immer gewinnen. Und ja, wir drücken auch einen Power Jam. Weil außer er hat Hazard Removal auf Bustle, Kaifel oder Dragapult, den ich nicht kenne, dürfte es jetzt eigentlich GG sein. Aber ja, das war nochmal scary gegen das Sub-Disabled Dragapult. Also ich weiß nicht, ob ich es dann richtig gemacht habe, dann zu nochmal die Vereinheit zu gehen, dass er dann denkt, dass ich nicht denke, dass er Disabled hat. Also ihr seht schon, wie die Mindgames hier Kampf gehen, wie oft ich hier ich denke sage. Ich denke, dass er denkt, dass ich denke. Aber ja, das war ein geiles Match auf jeden Fall schon mal. Diese Mindgames, so. Ja, logischerweise ist der down jetzt. Jetzt muss er in den Dragapult gehen. Oh, kann doch Kaifa gehen, um fair zu sein. Kaifa lebt auch noch ein plus 1. Aber Skarmory gewinnt doch jetzt. Er kann halt nicht durch Skarmory durchbrechen, glaube ich. Jo, da muss er nochmal in den Boy gehen. Wir wissen schon, der hat literally nur Dragon Darts. Natürlich, Aso aufheben wäre super gewesen gegen den, aber wir gehen einfach in unseren Skarmory. Doublen ist uns jetzt auch egal an diesem Punkt, weil wir bieten Kaifa, wir bieten Bushole. Skarmory kommt mit allen klar, wir können alles von den Dingern toxen. Ja, wie gesagt, der doublet raus, aber das ist jetzt kein Problem für uns. Wir gehen in das Ding, das ist für uns auch okay, wie gesagt, wir
Können wir den einfach zweimal Iron Hand oder müssen wir den auch toxen? Pylo, Swine. Wir wissen schon, der ist nicht Fist-Dev, sondern Spit-Dev. Wir können ihn einfach zweimal Iron Hand, dann ist er auch down. Dann lass uns das doch tun. Er könnte mich jetzt knocken, wenn er will, weil ohne Rocky Helmet wird es halt gegen Basso länger dauern. Okay, wir flinchen ihn, wir kriegen da ein bisschen Return-Hex noch. Also kann sein, dass er mich dann knocken wollte. Weil ohne Rocky Helmet kann Basshole, weiß ich, ob ich mich ausdauern kann mit Drain Punches, ich glaube nicht. Aber es wäre eine Chance da, dass ich halt, wenn ich theoretisch genug Toxics misse und er sich mit Drain Punch immer wieder hochheilen kann und so weiter, dass das nicht funktioniert. Aber ja, da können wir die Crits. Kriegen wir mal einen Flinch in Return. Und jo, das Game sieht gewonnen aus, weil das kommt das Ding rein, das ist schon getoxt. Der hat auch kein Rocky Helmet mehr, wir drücken jetzt einfach Iron Heads. Der ist ja nicht mit Drain Punch critted oder so weiter, wissen wir schon, dass es nicht genug macht. Außer das ist irgendein komisches Rest-Set. Also das ist schon Ice Punch, Drain Punch, dann Rest Talk. Weiß ich nicht unbedingt, ob das ein Set ist. Ja, geht einfach Ice Punch für. Er geht für Freezes, okay. Aber Freezes wäre, glaube ich, auch egal, weil ich glaube, Dragon Ball ist zu low, um, wenn ich mein Skarmory theoretisch gefrozen ist, da noch genug Damage zu machen. So, jetzt reicht der letzte Toxic Tick auch aus. Kann ich auch für Roost gehen. Ha, brauchen wir eigentlich nicht. Gehen einfach für Iron Heads. Weil ich jetzt selbst nämlich freest. Hier. Dann bin ich bei 121. Ich glaube nicht, dass Dragapult genug Dragon Guards hat, um mich von hier zu killen, ohne vorher an Toxic zu sterben. Deswegen. Das wird er nicht haben. Wir kennen sein ganzes Set inzwischen. Dragon Guards Sub Disable DD, da hat er keinen Rest mehr drin. Uff, ja, die Mind Games. Le Mind Games. Ja, der ist zu low. Der ist way too low. Der kriegt nochmal Rocks Damage. Ja, der kann. Selbst wenn ich gefrozen wäre, wäre das Game ja vorbei gewesen. Er hätte irgendwie ein paar Crits mit Freezes gebraucht oder sowas. Oder vielleicht mit Freezes hätte er mich ausdauern können mit Drain Punch. Ich weiß nicht genau. Aber okay, das ist jetzt uns egal. Geht für Dragon Darts. Das macht jetzt ein bisschen Damage. Boink. Boink. Wir gehen auf den Iron Head. Und das ist ein GG. 4-0? 3-0? Was ist uns gestorben? Lando ist gestorben, Asu ist gestorben. Ich glaube, das war's, oder? Das war's. Das ist ein 4-0-Win für uns. Da freuen wir uns drüber. Weil gegen Elis war ein sehr spannendes Spiel. Haben wir schon die Mindgames. Da war ich am Schwitzen, dass das funktioniert alles. Aber ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. War ein sehr nices Match. Schaut auf jeden Fall Elis Seite an. Und ja, spannende Match auf jeden Fall bisher in der Liga. Dafür ist das immer die Elis-Garantie auf jeden Fall, glaube ich. Aber das ist alles von mir. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn es getan hat, lasst natürlich ein Like, ein Comment und ein Abonnement da. Und ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.